Hallo liebe Freunde, jetzt willkommen zurück zu einer neuen Folge Transport Fever 2 hier bei Heisenberg zockt. So, hier kommt der IC 2020 mit der RE 460 und der düst nach Hockenheim rein. In unser Hockenheim rein. So, sehr schön. Jetzt in den Kommentaren hieß es, dass die ganze Strecke eigentlich noch gar nicht connected ist zum Rest der Map. Das stimmt so nicht, guck mal. Können wir schnell schauen, düsen wir nach hier hinten. Nach Heindorf, weil wir haben hier nämlich nochmal Gleise, die führen hier runter nach Karstadt und von Karstadt geht das Ganze nämlich auch wieder weiter. Hier runter nach Weißwasser, von Weißwasser aus geht es auch wieder weiter nach da hinten. Also das ist eigentlich schon connected, das Ganze. Was machen wir denn heute? Ja, ganz einfach, wir haben einen neuen Bahnhof, beziehungsweise ein Modulbahnhof im Prinzip vom Hauptbahnhof Bonn, glaube ich. Ich würde gerne diesen Bahnhof haben. Jetzt ist ein bisschen die Frage, wo. Ich würde auf der anderen Seite gerne Städtchen mit ans Netz nehmen, die wir noch nicht haben. Das haben wir hier. Wie sieht es hier aus? Ja, die haben auch einen Bahnhof. Zumindest haben sie einen Güterbahnhof. Mehr haben sie noch nicht. Hier Niederschöna. Was haben wir hier hinten? Ach doch, hier ist ja ein Gleis. Aha! Ja, führt aber hier dran vorbei. Das heißt, eine Direktverbindung hier hätten wir noch nicht. Wobei, lasst uns... Ja, Oberböser kommt später, weil da möchte ich was Spezielles machen. Lasst uns mal eine Stadt nehmen, die wir noch gar nicht haben. Hohenlepte. Interessanter Name. Von Hohenlepte nach Nonnenmist. Da haben wir nämlich auch noch nichts. Wäre jetzt nicht Nonnenmist sogar irgendwie einfach vom Namen her ein Städtchen, das sich so einen Bahnhof verdient hätte, so einen speziellen? Ich denke mal schon. Aha, hier kommt ein Hubschrauber. Genau, der landet hier. Oh, da muss ich ganz schnell was gucken. Die Landebahn. Kleine Raststätte. Nö, hier. Hubschrauber, Frachtflughafen. Industriegebiet. Aha. Okay, da müssen wir eigentlich die nehmen. Oder das Teil. Da können wir nämlich einstellen, was die Fracht auswählen. Aha, jetzt. Okay, da müssen wir im Prinzip nochmal kurz zurück. Das machen wir auch. Zur Zentrale. Die war irgendwo hier hinten und dann weiter oben oder auch nicht. Ne, hier unten war sie. So. Ja, ist im Prinzip das gleiche Teil. Ja, jetzt muss ich aber schnell gucken, wie wir das am besten machen. Wenn ich das daneben setze. Oder wir setzen es hier hinten hin. Dann schlägt es wieder so ein Loch in die Wand. Also in die Wand vor allem. In den Berg da hinten. Man sieht's. Das ist nicht, was ich möchte. Wobei, das kann ich eigentlich nochmal korrigieren. Ich mache das mal so. Weil es irgendwie cooler aussieht. So, und jetzt müssen wir hier aber Folgendes. Jetzt habe ich das Falsche gemacht hier. Kann ich das nochmal umstellen? Nö, kann ich nicht. Okay, ich reiß nochmal. Einfach abreißen. Einmal neu setzen. Hier war's. Nee. Hier war's. So, dann stellen wir hier ein Nahrungsmittel. Ich glaube, das war ja eigentlich, was wir wollten. So, jetzt, wenn wir hier Nahrungsmittel haben, dann müssten die Heliport-Teile, Linie verwalten, nicht hierhin nach Unterwien, das kommt weg, sondern hierhin. Zack, und schon passt. Jetzt müsste eigentlich funktionieren, hoffe ich mal. Und wenn nicht, sieht es zumindest cool aus. Gut, also düsen wir zurück. Wo sind wir stehen geblieben? Die Nonnenmiss. Das haben wir. Wo war das denn gleich nochmal? Irgendwo hier hinten, glaube ich. Nonnen. Komm, so viele Nonnenmiss haben wir hier nicht. Da ist noch was. Lodin. Hier ist Nonnenmiss. Also, dann kriegst du den schönen Bahnhof. Wir schauen gleich mal. Und zwar muss man da zuerst mal den normalen Bahnhof hinstellen. Nämlich ihn hier. Machen wir mal 6 Gleise, die 240. Sloopen müssen wir nicht. Da wurde noch gefragt, was Sloopen ist. Sloopen ist ganz einfach das Ding kippen. So, hier den. Man sieht, da neigt sich das Ganze ein bisschen. Hier haben wir das Maximale. Jetzt aber in dem Fall brauchen wir das, glaube ich, gar nicht. Machen wir hier mal 0. Ja, ist ja perfekt. Wohin mit dem Bonner Bahnhof? Hier hinten oder hier vorne? Oder hier vielleicht sogar? Hinten raus müssen wir eigentlich nicht mehr. Wenn, müssten wir das Ganze so bauen, meiner Meinung nach. Und warum nicht sogar so? Und entsprechend die Straßen nachher machen. Dass das gar nicht an der Straße dran ist, sondern eben so. Mach mal. Zack, einmal gebaut. Jetzt gehen wir hier rein. Konfigurieren. Schnappen wir uns den Bagger. Zack, reißen das hier ab. Nicht, weil es nicht schön wäre, sondern weil wir es halt nicht brauchen. So, und dann hier bei Passagiergebäude. Dann haben wir hier den Bahnhof. Einmal zack. Ist das in der Mitte? Ja, plus minus. Ich glaube, sonst haben wir nichts mehr. Also wir haben hier noch ganz viele andere Sachen. Die könnte man eigentlich mit verbraten. Es ist dann halt nicht mehr der Bonner Bahnhof natürlich. Aber von den Elementen her haben wir hier nichts mehr. Ein Hotel haben wir hier noch.
Das könnte man natürlich schon auch noch nutzen. Dass hier hinten meinetwegen noch ein Hotel steht. Irgendwie da. Das gehört einfach auch zum Bahnhof. So, sehr gut. Jetzt wollen wir natürlich mal schnell gucken. Das ist nämlich ein sehr schönes Gebäude, wie ich finde. Ja, sieht doch toll aus. Ja, so ein richtiger Modelleisenbahnbahnhof halt. Sehr, sehr nett. Cool, gut. Also, machen wir mal die Straßen hin. Damit das nicht vergessen geht. Gerne eine breitere. Ganz einfach, weil es eben der Bahnhof ist. Dann gerne mit Kurve. Ja, das ist ein bisschen eine heftige Kurve. Ich reiß mal ab. So, irgendwie schön geschwungen da rein. Jawohl, das gefällt mir schon besser. Kann ich hier das noch? Ja, die werden entfernt und verschoben. Okay, ihr könnt ja neu bauen. Das ist eigentlich nie ein Problem bei Transportfieber. Wohin mit der Straße? Eine Brücke? Ich würde hier eine schöne Brücke gerne haben. Ich habe, glaube ich, noch mal ein, zwei Brücken geladen. Ist das eben? Nee, das ist nicht eben. Beziehungsweise gerade. Das wäre gerade. Es ist ein bisschen abschüssig hier. Mal gucken. Ist hier noch was dazugekommen? Ja, die kennen wir alle. Ja, dann die kennen wir auch alle. Das sind ganz, ganz viele. Wie man sieht. Nö, da ist eigentlich nichts mehr dazugekommen. Was ist das? Nicht, dass dann das Spiel abstürzt. Das ist immer ein bisschen gefährlich. Ja, nehmen wir doch irgendwas von hier. Ach, das ist halt gut, aber die habe ich jetzt schon 10-mal. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Das ist halt eine sehr schöne Brücke, wie ich finde. Ich nehme die hier. Einmal so. Jetzt ist das... Nee, aber das ist ja Käse. Das ist ja von krumm nach schief. Irgendwie sollte das, zumindest meiner Fasson nach, parallel sein hier. So, ist das so halbwegs? Ja, jetzt ist es. Okay. Dann hier nochmal einmal rauf. Dann den hier. Dann hatten wir das hier und diesen, glaube ich. Ja, ansonsten haben wir das jetzt. Okay. Ja, ist aber immer noch nicht. Jetzt ist es. Ich würde sagen, jetzt ist es gefühlt parallel. Machen wir mal so. Wenn ich dann so reinschwinge. Ja, gefällt mir. Geht halt relativ steil aufwärts. Das können wir natürlich noch ein bisschen entschärfen. Nein, nicht mit dem Bahnhof nicht. Mit dem Gleis auch nicht. Mit einer Straße. Ja, gefällt mir besser. Ich würde hier sogar bei der Brücke bleiben auf der Seite. Und hier kringeln wir uns so runter. Irgendwie so. Auch ein bisschen weiter geschwungen. Und dann geht das da rein. Oh, da fällt mir ein, wir haben gesagt, wir machen Busse in den Städten. Ja, da würde ich sagen, ja. Immer zu Beginn einer Folge. Warum nicht hier in Nonmis, wenn wir ja gerade hier sind? Da möchte ich aber zuerst noch schnell gucken, wie wir das mit den Straßen weiterführen. Hier mal unten durch. Und dann geht das halt zum Beispiel zu einer Autobahn, die dann dort startet. Wir sind ja im Eck. Ja, das ist doch eigentlich in Ordnung. Gut, dann machen wir hier gleich mal die Busse. Ja. Zu dem Bahnhof passt. Gute Frage. Was passt denn zu dem Bahnhof? Eigentlich alles. Moment, machen wir mal den hier. Was ist das hier? Camping. Camping hat natürlich schon auch was. Wenn ich dich hier ranhänge. In Nonmis Camping. Ja, der Bahnhof hängt dran. Das passt. Dann fahren hier die Busse rein. Würde ich glatt machen. Dann haben wir hier nochmal was Spezielles. Und jetzt aber in der Stadt drin natürlich die herkömmlichen. Das wären die hier. Wir düsen mal hier lang, halten hier, düsen hier rauf, dafür brauchen wir eine Straße. Das ist schon städtisch, ja, ist städtisch. Okay, da oben landet wie gesagt der Hubschrauber. Dann brauchen wir, da machen sie eh gleich wieder was hin. Ja, ich würde mal sagen, hier eine Bushaltestelle wäre natürlich relativ wichtig. Wobei, das ist ja eigentlich ein Cargo-Teil. Aber wir können das auch noch nutzen später für den Personenverkehr. Ich bräuchte hier meine Bushaltestelle. Genau, connecte mal mit dem Heliport. Sehr gut, dann geht das hier rauf. Dann geht es hier rüber und hier geht es wieder runter. Ja, wenn wir die Brücke noch mitnehmen wollen, doch, das können wir machen. Dann machen wir das so. Dann müsst ihr eigentlich über die Brücke fahren. Also, neue Linie. Von hier Campingplatz, hier rüber, hier hin. Zack, zack. Jawohl, macht er. Wieder hier hin und den ganzen Spaß wieder zurück. So, dafür haben wir die Brücke gebaut, damit die auch mitgenutzt wird. Sehr gut, haben wir Bus in Nonnenmis. Machen wir zuerst die Stadt. Und dann was? Nämlich den Bus. So, jetzt noch ein schönes Depot dazu, vielleicht sogar hier zum Campingplatz. Die Mod ist auch vom Huge Dragon. Wenn ich mich nicht komplett täusche, die haben wir auch schon mal gehabt. Was soll ich jetzt hier hinstellen? Ein Depot. Nicht von der Bahn, sondern
sondern von hier. Ja, jetzt haben wir halt wieder, was funktioniert und was nicht, wenn man es denn jeweils wüsste. Tankstelle, Tramdepot, eine Schmiede, das ist auch Tram. Die Werkstatt funktioniert, das weiß ich. Ein Amazonlager würde ich hier nicht machen. Ich möchte irgendwas haben, was hier irgendwie zu diesem Campingplatz passt. Betriebshof 70er Jahre. Ja, passt natürlich eher zum Bahnhof. Wenn wir dich hier hin machen. Mal schön locker drehen, locker flockig. Nochmal ein bisschen drehen. Ja, ich möchte dort natürlich nicht in der Straße drinstehen. Das würde mir eigentlich gefallen so. Ich weiß aber nicht, ob es funktioniert. Werden wir gleich sehen. Wir kaufen uns mal Busse. Beliebig ist schon mal okay. Passagier. Schau mal, was wir hier haben. Hier haben wir natürlich, wir hätten theoretisch hier auch die Einsatzfahrzeuge. Waren die lalülala oder waren die nicht lalülala? Weil das ist immer zu laut. Dann kann man fast nicht mehr in die Stadt rein. Das haben wir schon mal rausgefunden. Österreich. Wir kaufen die mal. So, Frankreich, die Bundeswehr, warum nicht? Dann haben wir hier Belgien, Bayerisches Rotes Kreuz, Schweiz, natürlich, nehmen wir auch mal noch, Spanien noch dazu. Und dann haben wir hier einige Fahrzeuge. Non-Miss-Bus, aha, B kann nicht gefunden werden. Das kann nur an der Mod liegen, weil wir haben Straßen, das ist ja nicht mal eine Straßenbahn. Also gut, dann werden wir hier kurz das folgendermaßen machen. Die verkaufen wir nochmal alle, das Depot lassen wir stehen. Und dann kommt hier aber wieder ein Depot hin, das eben funktioniert. Ganz einfach. Welches funktioniert denn? Ich dachte, die Tanke. So, einmal Tankstelle hier hin. Sehr gut. Dann kaufen wir uns die nochmal. Hier unten waren sie. Zack, zack. Schweiz, Spanien. Dann haben wir Italien nochmal, Frankreich. Und dann machen wir noch das Bayerische Rote Kreuz. Jawohl, und dann funktioniert es nämlich auch. Oh, tatsächlich. Mit Lalülala. Ja gut, ist okay, weil das ist eigentlich sehr cool. Das ist natürlich genau das, was ich eigentlich bei meiner Verkehrsdecke früher gerne auch gehabt hätte. So, das, oh, guck mal hier. Großeinsatz. Und zwar internationaler Großeinsatz. Oh, das ist schon sehr, sehr nett. Aha, sie verteilen sich gleich mal. Oh, hier haben wir dann doch einen relativ üblen Huckel. Könnte man nochmal kurz sich ansehen. Wir steigen aber mal schnell ein. So, ich möchte das mal irgendwie von nahem sehen. Ja, so fühlt man sich dann, wenn man hier mit Blaulicht tatsächlich unterwegs ist. Und das ist natürlich ein Großeinsatz, wie man sieht. Die Frage ist, wie weit strahlt das? Also jetzt mit diesem Sound. Ich würde es für den Moment mal lassen. Das Problem ist natürlich, wenn das zu laut ist und weiß ich nicht, wohin strahlt. Sobald du in die Nähe kommst von dieser Stadt, hast du dann diese Geräusche. Das hatten wir halt schon zwei, dreimal. Deswegen habe ich die eigentlich nicht mehr genommen. Ich finde es jetzt für den Moment aber okay. Ich würde mal sagen, für Oberböser wäre das nix. Achso, ich habe den hier noch offen. Ja, das geht eigentlich. Es ist auch nicht allzu laut. Wenn wir dann hier so sind, ja, dann kommt das Geräusch langsam. Okay, aber ich möchte jetzt hier die Straße eigentlich noch schnell anders haben. Hier der Anschluss, der ist Mumpitz. Ja, ich mache mal kurz Pause. Ja, das nehmen wir weg. Wie machen wir das? Wir müssen hier anders rein. Ist eigentlich relativ einfach. Nehmen wir das mal ganz weg. Schnappen wir uns die Straße, die hier war's. Wenn wir hier rausgehen, dann funktioniert schon mal nicht. Jetzt funktioniert es. Da muss ich dann noch gucken wegen dem Anschluss. Ja, das würde gehen. Dann haben wir hier diesen Hugel weg, weil der war tatsächlich Käse. Jetzt hängt aber das hier nicht mehr dran. Kann ich hier mit einer kleinen Straße connecten? Ja, geht. Vielleicht noch. Noch kleiner. So, jetzt hängt es noch dran. Jawohl, der Bahnhof ist auch dabei. Sehr gut, passt. Gut. Wo haben wir Lalü? Ich höre sie nicht mehr. Das ist ja cool, das wird doch ausgeblendet. Oder habe ich sie... Ich habe sie nicht jetzt irgendwie verkauft. Nee. Achso, nee, ich bin Pausenmodus. Ja, man hört sie schon noch. Die Frage ist ein bisschen, ob wir uns das antun wollen, dass man die ganze Zeit hört. Die sind sehr nett. Nee, wisst ihr was, kommt, wir ersetzen sie, weil eben, ich kenn's von früher, wir sind dann einfach nicht mehr wirklich gerne in dieser Stadt. Ja, weil halt die Geräusche die ganze Zeit ein bisschen stören. Was ist das hier, der Future-Bus? Wir machen hier mal einen Future-Bus draus, ersetzen wir. Und jetzt kommen hier aber nochmal ein paar weg. So, dann haben wir hier die noch.
Wie sieht der aus, der Future Bus? Sehr futuristisch natürlich. Jawohl. Nonmis, eine moderne Stadt. Ganz im Eck der Map. Ja, und die fahren hier natürlich auch rein. Das können wir auch schnell machen. Camping, oder beziehungsweise Camp und RV Park. Sehr schön. Doch, die ist wirklich, glaube ich, vom Huge Dragon, die Mod. Also ich müsste mich sehr täuschen, wenn nicht. So, hier sitzen wir, hier fahren wir. Hier ist die Grillstelle, da hinten ist noch ein bisschen Wasser. Das ist doch schön, vor allem als Camper ideal, wenn hier dann den ganzen Tag die Busse am Zelt vorbeifahren. Ja, das ist irgendwie nicht, wie ich mir das vorstelle, wenn ich campe, muss ich gestehen. Der Future Bus ist unterwegs. Steht ja auch noch, Future Bus, sehr schön. Gut, also, gehen wir raus und gucken, dass wir zum Thema Eisenbahn kommen. Und zwar wäre das hier... Jetzt, was haben wir denn gesagt, wo wir hinwollen? Jetzt muss ich selber nochmal gucken. Da haben wir Lodin, ist eigentlich egal. Oder hier runter. Da haben wir Oberböser. Das ist auch noch nicht angeschlossen. Hier oben. Eckenfelden wäre angeschlossen. Ich würde sagen, wir machen so ein Dreierding. Von Eckenfelden hier hin und dann hier nach Nonmis. Jetzt werden wir aber von Nonmis ausbauen. Ganz einfach, weil wir hier den Bahnhof schon haben, würde ich vorschlagen. So, wir kommen dann natürlich auch zur Güterzentrale wieder zurück. Sobald wir das hier fertig haben, würde ich das gerne machen. Dass wir relativ zügig wieder zur Güterzentrale kommen. Weil dort haben wir dann doch noch einiges zu tun. Zum Glück, zum großen Glück. So, hier ein Gleis so. Geht mal nach da vorne. Dann würde ich hier gerne einfädeln. Hier gerne das Ganze so. Ja, machen wir mal, dass wir hier rüber düsen. So, nicht, dass wir das jetzt schon brauchen würden. Aber wenn wir es denn haben, ist es sicher nicht verkehrt. Ist das okay mit der Weiche? Jawohl. Dann haben wir ja nochmal ein Gleis. Das geht mal hier rein. Ja, aber ohne, dass da was verdreht wird. Dankeschön. Passt. Dann haben wir so ein kleines Gleisvorfeld hingeschustert. Dann geht das mal in die Richtung. Und das geht hier lang. Und dann geht das dort auch wieder rein. Stimmt denn die Ausrichtung? Ja, jetzt ist die Frage, wo wollen wir lang? Hier hinten wäre es eher hügelig. Hier könnte man nochmal der Straße folgen. Wäre relativ schön. Oder wir düsen halt hier lang, außenrum. Wäre fast angenehmer, finde ich. Dann können wir, wenn wir von da kommen, die Gleise auch nochmal nutzen. Ja, dass wir den Bereich mal noch auslassen. Wir düsen hier lang. Würde heißen, wir machen hier eine schicke Kurve. Ja, können wir tatsächlich in einem Happen bauen. So, und hier geht es noch ins Gleis rein. Gerne mit ein bisschen Tempo. Ja, so viel Tempo möchte das Spiel dann doch nicht. Das wird dem Spiel zu hektisch, wenn wir zu viel Tempo haben. So, straight ahead hier lang. Sogar ein bisschen ausgerichtet nach da. Und dann gibt das ein IR im Prinzip wieder. Okay, und vor allem gibt es hier mal erstmal noch einen Cut. Kriegt er gleich wieder die Straße. Vielleicht nochmal eine Bogenbrücke, eine schöne. Oh, hier geht es aber doch auch rauf. Guck mal. Werde ich auch mal ein bisschen Höhe generieren. Ja, ist aber okay. So, zweites Gleis mitnehmen, hier rein und dann schnell gucken wegen der Straße. Eine Bogenbrücke zum Beispiel, irgendwie sowas. Das müsste aber Überland sein. So, jetzt mit M. Einmal in die Höhe und dann haben wir die Bogenbrücke. Was haben wir denn da Schönes? Zum Beispiel Kollege Steinbrücke. Ah, sieht doch eigentlich relativ cool aus. Ich würde das vielleicht sogar glatt so lassen. Was haben wir hier noch? Irgendwie komisch. Das sieht irgendwie merkwürdig aus, finde ich. Ja, auch eher komisch. Das ist wieder okay. Das ist eine schöne. Wir nehmen die hier. Eine gebogene Steinbrücke führt hier rüber. Sehr gut. Da hinten zum Steinbruch. Mal gucken, ob wir den vielleicht auch mal noch brauchen. Wir können natürlich... Wir haben ja die Güterzentrale. Ich würde bei der Güterzentrale das Ganze aber so machen. Hier gibt es noch einen Tunnel. Zack. Nö, haben wir. Haben wir, glaube ich, schon. Dann nehmen wir das hier. Dass wir schon von außerhalb vielleicht auch mal noch den einen oder anderen Stein importieren. Aber das machen wir dann halt auch mit Zügen. Also diese Steine, die gehen sicherlich nicht direkt dorthin. Beziehungsweise ist ja kein Steinbruch, das ist ja eine Baumaterialfirma. Die gehen nicht direkt dorthin, wo sie gebraucht werden, sondern alles geht über die Güterzentrale. Geschlossen alles. Oh, jetzt haben wir hier wieder dieses Teil. Ja, das ist eben, das ist sehr schön, aber halt... tatsächlich nicht ideal, wenn wir eine Kurve haben. Und wir brauchen hier die Kurve. Schade. Ich möchte dieses Portal dann aber schon auch mal noch haben. Also das muss ich schon sagen. Das gehört definitiv nochmal auf die Anlage. So.
Nehmen wir was anderes. Zum Beispiel, ja, warum nicht mal irgendwie so ein Standard-Ding fast schon. Statt dass wir immer diese modernen, ja, wobei modern sind die ja nicht, die sind eher schön. Gut, haben wir. Nach da hinten brauchen wir jetzt hier noch eine Kurve. Das nimmt uns ein bisschen Tempo, allerdings 160 ist okay, weil viel schneller ist der Zug sowieso nicht, denke ich. Und sonst muss er hier halt ein bisschen dann runterbremsen. Kann ich hier noch folgen? Steigung zu groß. Aha, wenn ich hier der Straße folge, dann ist die Steigung zu groß. Das ist ja interessant. Okay, müssen wir anders machen. Und dann düsen wir hier echt nochmal einen Tunnel rein? Nö, doch. Achso, deswegen ist wahrscheinlich die Steigung zu groß. Wir machen das nochmal anders. Ich möchte da irgendwie an die Straße rankommen. Geht aber nicht. Ist noch interessant. Hier geht's auch nicht. Warum ist denn hier die Steigung zu groß, wenn ich hier andocke? So ist okay. Kein Problem. Hier habe ich Steigung zu groß. Das geht nicht. Ja, na gut, da müssen wir es halt anders machen. Allerdings, mir gefällt die Kurve hier nicht. Wir müssen ein bisschen früher raus. Würde ich vorschlagen. Also früher in die Kurve rein. Dann können wir ein bisschen Tempo mitnehmen. So, jetzt wären wir bei 180. Ich denke, das reicht dicke. Dann jetzt einfach straight ahead hier rauf. Und dann gibt es hier nochmal einen Tunnel. Wobei, wir könnten uns jetzt eigentlich schon überlegen, hier in Hohenlepte. Ja, ich habe da so eine gewisse Idee. Die Idee ist nicht ideal, weil es tatsächlich dann irgendwie ein Verkehrschaos geben kann. Aber ich glaube, ihr ahnt eh schon, was ich gerne hätte. Richtig. Hier drinnen Kopfbahnhof fände ich sehr schick. Guck mal schnell. Ja, wobei Kopfbahnhöfe haben wir halt tatsächlich nur die. Haben wir nicht noch irgendwie was Spezielles, was wir nicht verbraten haben? Schnell gucken. Moment, gehen wir hier zu den Personen, das ist einfacher. Da haben wir dann eine verlassene Industrie. Das ist natürlich schon auch ein sehr, sehr schöner Bahnhof. Haben wir den schon? Ich glaube nicht. Mit Durchfahrtsgleisen. Ja, machen wir mal ein Durchfahrtsgleis. Wo haben wir das? In der Mitte. Genau. Okay. Ja, aber jetzt ist natürlich auch die Idee mit hier reinstellen dann ein bisschen nicht mehr so ideal. Ich hätte den eher gerne hier. Finde ich eigentlich schöner. So im Rücken der Stadt ein bisschen. Bisschen drehen noch. Da vorne kommt die Straße weg. Die können wir so nicht gebrauchen. Bagger. Zack, einmal weg. Ich ziehe schon mal die Gleise raus, weil sonst kommt die Stadt sowieso gleich wieder auf die Idee, hier Gleise zu legen. Im Sinne von, hier hatten wir Gleise, jetzt nimmt das weg. Was glaubt ihr, wofür wir die gelegt haben? Also legen wir sie wieder hin. Kann ich das eigentlich verbinden? Wo bin ich denn stehen geblieben? Da. Das müsste eigentlich zu verbinden sein. Oder gibt es irgendwie eine Killerbrücke oder irgendwie... Ja, dieses eine Tunnel halt, das wir noch mitnehmen. Irgendwie so. Ich hoffe, das ist nicht wieder dieses eine. Sonst muss ich das nochmal machen. Nee, das ist okay. Das passt. Das kann man mit zwei Gleisen tatsächlich bewerkstelligen. Wunderbar. Da rein. Jetzt würde ich glatt noch kurz, muss ich gestehen, gerne die Weichen etc. machen, damit wir die haben. Was machen wir mit dir? Mit dir gehen wir irgendwie mal noch. Moment. Gerade raus. Ja, und schauen, was wir mit dir später machen. Hier hinten kann man dann auch wieder weg. Also, kurz die Weiche. Macht eigentlich am ehesten Sinn hier vorne. Oder kommt der hier schon überall lang? Ja, da rein kommt er. Und der kann hier rüber. Eigentlich ist das ja schon eine Weiche. Also das können wir eigentlich so lassen. Das ist in Ordnung. Aber ich glaube, hier hinten habe ich instinktiv die Weiche nicht gemacht. Ja, ist aber ähnlich. Hier mit diesen Doppelkreuzungsweichen. Ich mache hier trotzdem eine Weiche hin. Ja, hier vorne haben wir eine. Dann geht das hier lang. Und dann haben wir hier noch die Möglichkeit, die Gleise zu wechseln. Gerne mit altem Gleis. Damit wir ein bisschen Abwechslung haben. Nicht immer die gleichen Gleise. Signale kommen noch nicht. Da möchte ich erst die Strecke fertig machen, tatsächlich. So, gut. Also, das hätten wir. Wir düsen hier lang. Düsen hier hin. Und von hier düsen wir, haben wir gesagt, nach Eggenfelden. Jawohl, weil die haben hier schon Bahnhof. Zumindest einen Cargo-Bahnhof. Dann würde ich hier eigentlich glatt... Wir machen hier mal Folgendes, dass wir den ausbauen. Nicht irgendwie nochmal einen speziellen Bahnhof dazu. Sondern irgendwie Passagiergebäude dazu. Was ist das hier? Ein Nebengebäude. Wir machen hier mal so ein bisschen Fantasieteil hin, würde ich vorschlagen. Aber wir brauchen noch Gleise, stelle ich gerade fest. Moment, also das war ein bisschen früh mit den Gebäuden. Wir brauchen erstmal noch ein paar Gleise hier. Und dann brauchen wir natürlich noch eine Plattform.
Sagen wir, damit wir das wirklich schön verteilt haben, würde ich hier gerne... Invisible brauchen wir nicht, ich brauche die hier. Ich würde das direkt hier hinhängen. Also die Plattform. Direkt an die Plattform vom Güterbahnhof ran. Und dann hätte ich den gerne. Wollte ich gerade sagen, ein bisschen länger noch. Geht das überhaupt? Doch, ein bisschen geht's. Kommen wir da noch weg mit den Gleisen? Ich glaube ja. Nach hinten kann ich ihn nicht verlängern. Weil ich finde das cooler, wenn tatsächlich der Bahnhof, der Personenbahnhof, ein bisschen länger ist als der Güterbahnhof. Oder umgekehrt, das ist ja dann egal. So, jetzt bauen wir hier aber die Gleise. Und jetzt müssen wir eigentlich die Gleise eh schon alle hinhängen, weil sonst kann ich die Gebäude nicht machen. Hier ist ein bisschen kürzer. Ja, sehr schön. Unterschiedliche Länge. Perfekt. Gefällt mir sehr gut. Einmal den hier. Hier ist auch kürzer. Ne, hier ist gleich lang. Dann bauen wir wieder eine Plattform. Die wäre dann... Da wird das Gebäude entfernt. Wäre eigentlich noch cool, hier auch eine Plattform. Machen wir mal. So, mal gucken, was das gibt. So oft habe ich jetzt noch nicht Bahnhöfe zusammengeklöppelt. Aber es macht Spaß. Das passt schon. So, einmal hier lang. Ja, nehmen wir mal noch altes Gleis, dann haben wir das auch noch. Wie viele machen wir denn? Ich würde sagen, wir machen mal 4, 5 Gleise mit Sicherheit. Was haben wir denn jetzt? Ja, 4 haben wir jetzt. Das ist das vierte, das wir legen sozusagen. Das geht bis hierhin, dann ist Feierabend. Dann brauche ich wieder die Plattform. Und dann werden die Gleise hier immer ein bisschen kürzer. So für die Regiozüge, würde ich das sagen. Da hinten geht es nicht. Hier könnten wir noch was machen. Ich mache hier noch was hin, damit man dort drüber kann. Ja, wäre okay. Dann gleich nochmal Gleise dazu. Jetzt sehen wir wieder schnelle. Die hier. Sollen wir nochmal ein bisschen länger? Ich würde sagen, wir machen das Ganze wieder ein bisschen länger hier. Von den Gleisen her. Nach hinten geht es nicht, aber nach vorne geht es natürlich. Da einmal so. Sogar noch länger. Mal gucken, ob wir das so verwenden können. Wir werden es rausfinden. So, hier die Plattform natürlich noch dazu. Würde schon mal passen. Dann nochmal zurück zu den Gleisen und dann haben wir den Bahnhof dann langsam. Ist natürlich mehr Arbeit, mehr Aufwand. Aber das ist mir jetzt wirklich gerade Schnuppe. Weil so haben wir hier einen relativ speziellen Bahnhof. Halt, der sich halt doch unterscheidet natürlich von den anderen Bahnhöfen, die wir haben. Hier machen wir auch nochmal ein Gleis hin. Ja, nee, da nicht. Da haben wir keine Plattform. Hätten wir jetzt nochmal eine Plattform? Wir machen nochmal eine letzte. So, und dann fehlen noch Dächer und so weiter. Das können wir alles noch machen. Oh, da kommt eine Dampflok. Ach, die haben eine Dampflok hier. Ja, die bringt die Güter. Genau, stimmt. Jetzt, wo ich sehe, weiß ich es wieder. Nochmal altes Gleis. Mit Oberleitung. Ja, dann ist das ein relativ veritabler Bahnhof. Finde ich okay. So, einmal so. Das ist sogar ein relativ großer Bahnhof, wie man sieht. Dann müssen wir das Städtchen dann doch auch ein bisschen in den Fokus reinnehmen. So, die letzte Plattform. Oder, nö, eigentlich müsste ich doch hier jetzt bereits die Gebäude setzen können. Nee, kann ich nicht. Ich brauche, Kollege, Plattform. Dann machen wir das mal. Plattform hier, Plattform da. Zack, sauber. Jetzt mal gucken, Passagiergebäude. Irgendwie sowas in der Richtung. Wir werden jetzt hier ein bisschen, wie soll ich sagen, das Ganze, ja, halt entsprechend modular machen. Machen wir ja. Das kann ich sogar so machen, dass das da drin hängt. Das muss nicht sein. Hier noch irgendwie sowas. Was bist du? Das müsste eigentlich stehen. Nebengebäude. Ja, hier Nebengebäude. Ein bisschen durchcruisen. Da haben wir noch mehr Nebengebäude. Was ist denn das hier? Ohne Zugang mit Bürotür. Aha. Das hier hinsetze. Ja, machen wir. Gleich daneben nochmal. Zack, okay. Und zum Abschluss haben wir hier hinten noch was Spezielles. Nochmal Kollege Hotel. Ich wollte gerade sagen, aber nicht, dass das dann ein Problem gibt da oben im Gleis. Machen wir auch gleich mal ein Doppelt. Sehr gut, jetzt wollen wir natürlich mal rausgehen und mal gucken, was wir hier geschaffen haben. Eine relativ interessante Geschichte, da es einfach ein sehr spezieller Bahnhof ist. Ein Gütergebäude haben wir da oben. Da könnte man auch nochmal schnell gucken. Zack, ihn hier konfigurieren. Und dann Gütergebäude. Ja, irgendwie nochmal sowas. Ja, dass da einfach ein bisschen mehr Gebäude sind halt. So. Zack, dich noch. Dann dich noch. Und dann haben wir das auch schon.
Gut, gehen wir da raus. Ich denke, ist klar zu erkennen. Jetzt fehlen hier noch die Dächer und so weiter. Ja, da kann ich auch noch schnell gucken. Sonst heißt es wieder, heißi, die Dächer fehlen. Hier ein Durchgang. Jawohl, mach mal. Geh mal runter. Er möchte gerade nicht. Machen wir den Durchgang hier. Zack, einmal Durchgang, einmal Durchgang. Einmal hier, einmal hier. Und einmal hier. Dann schwingen wir mal. So, ist halt ein bisschen der Aufwand. Ich frage mich halt immer ein bisschen, ob ich solche Sachen, ob ich solche Sachen nicht eher im Aufmachen soll. Aber warum nicht auch mal hier? So, weil das macht wirklich Spaß. Logisch. Ist halt basteln. Warum sollte das nicht Spaß machen? Was haben wir sonst noch? Alles Mögliche, wie man sieht. Ein altes Bahnhofsdach. Ich weiß nicht, wie das aussieht, wenn wir da mischen. Ich würde das mal lassen, dass wir das nicht durchmischen. Vielleicht sogar so, dass hier vorne einfach irgendwie, hier ist das Ganze überdacht. Man sieht, das ist relativ modern hier mit den Gebäuden. Und die anderen Sachen sind halt noch nicht überdacht. Oder die werden wir noch überdachten, würde ich vorschlagen. Gut, jetzt haben wir aber natürlich mit den Gleisen noch nichts gemacht. Jetzt muss ich gucken, von wo kommen wir denn? Von hier hinten, hier steht der Bahnhof. Im Prinzip müssen wir hier wieder raus oder wir könnten natürlich durchfahren. Das wäre dann ein bisschen, ja, da hätten wir mehr Fluss, wenn wir hier so drehen. Was ich aber auch gerade sehe, ist, der hängt natürlich auch noch nicht hier wirklich an der Straße dran. Städtisch. So, einmal so, der müsste dranhängen. Zumindest sieht es fast so aus. Okay, einmal diesen. Und vielleicht hier raus. Eine Kurve da rein. Jawohl. So, dann ist der angeschlossen, sonst kriegen wir dann irgendwann eine Meldung, das ist ganz klar. Gut, also morgen werden wir hier von Hohenlepte, ja, ich würde schon sagen, hier außen rum, in die Richtung düsen, hier nach Eggenfelden rein und hier in den selber konstruierten Bahnhof rein. Welche Gleise wir dann nutzen, da würde ich sagen, das sehen wir dann, wenn wir das bauen. Gut, liebe Freunde, leider ist die Folge schon wieder um, wir haben die halbe Stunde voll. Ich würde gerne einen Zug haben, damit wir mit dem Zug wie gewohnt Tschüss sagen können. Irgendwo haben wir einen Zug. Ich weiß es. Die Frage ist halt gerade ein bisschen wo. Vielleicht bei der Güterzentrale oder hier unten? Nee. Seh nix. Hockenheim. Ja, hier ist der IC 2020 unterwegs. Das wäre jetzt ein schöner Zufall. Doch, da ist er doch. Guck mal, ich sehe ihn. Fährst du hinten raus? Jawohl. Oh, schön mit dem See hier. Und hier kann alles passieren. Ne, er fährt in die andere Richtung, dass sogar noch ein Flugzeug daherkommt. Gut, liebe Freunde, ich danke euch fürs Zusehen. Hoffe, es euch ein bisschen gefallen. Und dann hoffe ich natürlich, wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut, bis dann. Tschüss.